Im Windesweben war meine Frage nur Träumerei. Nur Lächeln war, was du gegeben. Aus nasser Nacht ein Glanz entfacht. Nun drängt der Mai, nun muß ich gar um dein Aug und Haar alle Tage in Sehnen leben. Im Windesweben war meine Frage nur Träumerei, also keine wirklich gestellte Frage. Eine geträumte Frage oder auch eine solche, von der man gewünscht hätte, man hätte sie doch gestellt. Welcher Art ist die Frage? Nur Lächeln war, was du gegeben. Die Frage wäre wohl eine Liebeserklärung gewesen, und wenn sie mehr als nur geträumt gewesen wäre, vielleicht hätte es auch mehr als nur ein Lächeln als Antwort gegeben. Aus nasser Nacht ein Glanz entfacht. Eine seltsame Grammatik. Wir können vielleicht ein Ist ergänzen. Aus nasser Nacht ist ein Glanz entfacht, also entstanden. Wir sehen vielleicht das Glänzen einer Regennacht vor uns, wenn sich die Lichter in der nassen Straße spiegeln. Oder dieser Glanz ist das Lächeln, der in dieser Regennacht die Antwort oder eben nicht einmal eine Antwort war. Nun drängt der Mai. Natürlich, Frühlingsgefühle. Es ist auch der innere Mai, der drängt, der diese dann doch verhinderte Liebeserklärung provozierte. Nun muß ich gar um dein Aug und Haar alle Tage im Sehnen leben. Ein stummes, vergebliches Lieben, eine Abfuhr, die sich der Sprecher, warum auch immer, selbst erteilt hat. Inhaltlich ist unter dem Strich dies also kein Gedicht von großer gedanklicher Komplexität. Es lebt vielmehr davon, das Geschehen auf solch kurze Verse zu verdichten, die durch viele, aber unberechenbare Reime und in seiner Klangverliebtheit den beschwörenden Ton eines Zauberspruchs entwickeln.